Anblick der Burg Neuhaus, im Schatten des Schafferhofs, an dem Ort, wo sich Historie, Natur und Kultur vereinigen, spielt die Laienspielschar Windisch-Eschenbach in diesem Jahr ihr Stück Der Geisterbräu. In Szene gesetzt von Regisseur Hannes Rupprecht waren die Proben bisher recht vielversprechend. Letztes Wochenende allerdings kam es zu bedauerlichen Störungen. Immer wieder wurde offensichtlich von verkleideten Theatergegnern der Probenfluss durch lautstarkes Geschrei und Gepolter unterbrochen. Einsatz! Los! Los! Also nicht weiter! Ah, hui! Da bist du ein Schnoller! Und der Hurst! Erle! Ah, hui! Ah, hui! Hierum! Herum! Herum! Ah, hui! Ich hier der Geister da, Herr Hobart! Jetzt kann ich nicht mehr! Du bist am Leben! Und da kommt noch Geister, da wird man ja hin. Und da kommt noch das Geister zu uns. Auf geht's, Sogi, oder ich zeig dir. Herüber! Ach, hui! Die Vorstandschaft war zu keinem Interview bereit. Sie betonte aber, dass diese Eskalation keinen Einfluss auf die weiteren Proben und die Aufführungen haben wird.